Bip. So, 0 von 50. So, da bin Oh ich auch wieder. nein, 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 ich Bip. höre mich schon wieder selber. Dass sich automatisch der Stream bei Twitch von selbst neu startet, ne? Schrecklich. Sind da jetzt ernsthaft schon wieder 6? Da steht aber noch 5:28 Uhr. Naja, ich probiere mal rauf zu gehen. Der Sultan ist drauf. Habe ich noch kalten Kaffee? Ich könnte mich mal ordentlich hinsetzen, oder? Ups. So. Ah, die Helligkeit kommt. Langsam. Langsam, aber sicher. Warum ist das jetzt so schwarz-weiß? Ist das jetzt echt noch so früh morgens, dass das noch schwarz-weiß ist? Hack noch ein bisschen. Ja, ich renne schon wieder in die falsche Richtung. Jetzt ist meiner wieder durstig. Oh, gucke. Eine Firefighter-Ex. Wunderschön. Ich hoffe, ich breche mir jetzt gleich wieder die Beine, wenn ich hochgehe. Thunfisch? Ich dachte schon. Hier ist nichts. Gut, da jetzt wieder Tag ist, werde ich das Ding mal wegschmeißen. Brauche ich nicht mehr. Warum regnet das denn hier? Können die nicht mal ein bisschen Sonne drauf machen? Ich wäre schon wieder in die falsche Richtung gelaufen. Ein Automobil. Mein Sprit. Nehmen wir mit. Die haben ja alle nie was Gesundes getrunken, ne? Oder es gibt hier keinen Orangensaft, weil der schlecht geworden wäre. Warte mal, hier war jetzt, glaube ich, gerade. War doch jetzt gerade? Ne, war doch nicht. Ich renne mal weiter hier hoch. Sind die Türen offen? Das heißt wahrscheinlich, dass hier nichts mehr drin ist. Wahnsinn. Atemschutzmaske hier. Helligkeit lässt doch zwischendurch ab und zu mal auf sich warten. Aber wenn man dann mal so einen hellen Moment hat, dann ist es eigentlich schon wieder recht angenehm.
Hier sieht es auch wieder etwas leer aus. Ach, Menno. Kann nicht irgendwie atemberaubender Loot liegen? So, jetzt sehe ich auch, jetzt sind wir gleich in welcher Stadt ich war. Ich bin eigentlich schon durch Nowomitrovsk durch. Ich bin eigentlich. Ich bin in CB. Jetzt warte mal ab. Jetzt muss ich ja mal kurz einen Blick riskieren. Seppepor. Ich bin in Severograd. Ich bin komplett durch Novomitrovsk durchgelaufen. Oh ja. Na klar. Unfassbar. Ich bin gerade ein bisschen geschockt. Ein bisschen geschockt. Ja, willkommen in Severograd. Ich würde sagen, da bin ich jetzt gerade durchgelaufen. Komplett. Schön. Einmal durch. Ich wollte eigentlich nach Novomitrovsk, aber ich laufe da jetzt nicht wieder zurück. Das wäre doch Schwachsinn. I need a drink. Ach, siehst du, ja, stimmt. Ich wollte eigentlich zwischendurch mal was trinken gehen. Da ist sie, da ist sie. Ich glaub's nicht. Meine Damen und Herren, da ist die Mosin 9130, Mosin Nagant. Und sie ist mein. Was sich liebt, das findet sich immer und immer wieder. Ach, wunderschön. Ein Kompass, den habe ich ja schon. Ein Messer. Oh, jetzt noch nicht. Tja, genau das meine ich mit Loot. Jetzt habe ich das gefunden, was ich wollte. Jetzt kann ich sterben. Genau jetzt. Am besten wäre noch eine Winchester gewesen. Ne? Die hätte ich jetzt auch nicht schlecht gefunden. Was haben wir hier? Achso, hier liegt jetzt nichts. Ich bezweifle auch, dass ich noch irgendwem auf diesem Server heute hier begegne. Was ist ja da jetzt Muni gewesen für die. Oh, ein Dosenöffner. Dann kann ich ihn hier wegschmeißen. Das Papier auch. Oh. Ey. Ich bin immer noch der Meinung, ich kann immer noch was sehen, trinken, ne? Ohne mich da zu vergiften. Deswegen werde ich jetzt hier mal kurz halten. Mal ein bisschen was süffeln. Na, hallo? Danke. Müssen wir aber aufpassen. Nicht, dass gleich der See leer ist. Und die Fische dann hier auf dem Grund rumspringen. Ja, es reicht. Hallo, hör auf. Nein. Hör doch auf jetzt. Hört nicht auf. So. Oh. Das war, glaube ich, noch knallhart an der Grenze. Ansonsten hätte ich mich gleich übergeben, hätte ich noch mal trinken können. Aber ich kann mir mal eben schnell eine Flasche voll machen. Beide. Das siehst du, ich habe vorhin Duct Tape gefunden. Das hätte ich mir auch nochmal drauf machen können. Habt ihr schon mal gesehen, wie die Mosin aussieht?
Wenn du da den improvisierten Schalli drauf machst, ist zwar schön, dass das Ding dann schallgedämpft ist, aber wenn du das Ding auf dem Rücken hast, ist das Ding so lang, da kannst du dich neben so einen Antennenmast stellen und du fällst eher auf als der scheiß Mast. Total geil. Bin ich auch zwei Spielern begegnet, die mich dann auch gefragt, ja, was ist denn das da auf deinem Rücken? Ich sage, das ist die Mosin mit dem scheiß Schalli drauf. Ach so, ja, das sieht ja komisch aus, ja. Ich habe mich dahinter eine Wand gestellt und was oben rausgeragt hat, war der Schalldämpfer. Eignet sich also doch nicht so gut. Hauptsache, ich hatte einen Ghillie an dabei. Da hat der Ghillie dann auch nichts mehr gebracht. So. Ist eigentlich das nächste Stable-Update schon raus? Wann die nächste Stable auch geupdatet werden soll? Ich meine, die Experimental ist ja jetzt auch wie laufen, die neue. Nee, ist er nicht. Da ist es klammheimlich draufgeknallt worden, ne? Ich meine, demnächst müsste jetzt irgendwann mal wieder eine Stable kommen, oder nicht? Ach, ich sollte mich einfach mal belesen, ne? Ich hatte in letzter Zeit so wenig Zeit dazu. Ich bin froh, wenn ich zum Zocken komme. Man müsste halt mit so einem Quatsch hier Geld verdienen, ne? Dann hätte man auch die Zeit dafür, sich da über den ganzen Kram zu informieren. Einige haben ja das Glück. Wo man sich halt die Infos herholt, ne? Da haben wir überhaupt noch jemanden hier auf dem Server. Oh ja. Uiuiui. Doch ein paar. Ja, muss morgen raus oder was? Also, at work. Hier liegt überall dasselbe Zeug rum, ne? Hier die US-Tarnung fand ich ganz cool. Die kann ich hier öfter mal finden, aber die gibt es ja, glaube ich, nur in Heli-Spots. Beziehungsweise natürlich an den Airfields habe ich es auch schon gefunden. In den Hangars drin. Falsch raus. Andere Seite. Das Duct Tape. So. Muss einen Rhythmus mal wieder auf tags eingestellt bekommen. Ja, den Rhythmus werde ich nie eingestellt bekommen. Ich habe immer spät Schicht, außer freitags. Da habe ich früh. Ansonsten bin ich immer. Ich keine Ahnung, wann ich zu Bett komme. Ich glaube, ich bin gestern auch erst wieder um 4. Um 4, ja, gegen 4 bin ich auch erst wieder ins Bett. Muss er aber halt auch erst um 1 wieder anfangen, ne? Alles klar, Amplitude. Wir sehen uns, ne? Wünsche auch eine gute Nacht. Und ja, frohes Schaffen auf Arbeit morgen.
Crackpipe, du Sack. Bist du noch wach oder wieder? Ich bin noch wach, Alter. Wie lange machst du denn immer? Gehst du doch mal schlafen oder was? Schlaf morgen früh, genau. Morgen früh heißt denn am Mittwoch oder gehst du heute noch schlafen? Verpennst du wieder den ganzen Tag? Ein wildes Tier. Sie haben mich mitbekommen. Nein, Hilfe. Wir beobachten hier Kühe in der Wildnis. Eine seltene Spezies. Gerade in Arma 3. Genau, gerade in Arma 3, sehr selten. Da wahrscheinlich auch sehr selten. Sie bewegen sich fort. Lautstärke ist ihr größter Feind. Na gut, wenn sie mich eh schon mitbekommen haben, brauche ich da auch nicht mehr mich anpirschen. Ein Visier für die Maus nehmen wir jetzt natürlich noch schön. Ich könnte denen jetzt Fleisch abnehmen, aber das mache ich nicht, weil es ja eh noch buggy ist mit dem Braten, ne? Das heißt, ich würde euch umsonst töten. Ja, nur werdet aber nicht übermütig hier. Bist du verrückt, über die Straße zu laufen? Alter. Die gehen ja richtig ab hier. Ist ja gut. Hallo? Vorfahrt achten. Das ist eine Hauptstraße hier, meine Freunde. Hinten kommt schon wieder die nächstgrößere Stadt, glaube ich. Städtchen? Nö, das sind bloß ein paar Farmen. So, mal kurz gucken. Ich bleibe jetzt mal hier mitten auf dem Weg liegen. Kurz gucken, wo ich bin. Das müsste, wenn ich mich jetzt gerade richtig orientiere, entweder Novava Petrovka sein oder ich bin noch in Radnoje. Radnoje, wie auch immer ich das ausspreche. Eins von beiden muss es sein. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Weg vor mir. Naja, nutzt nichts. Ohne die Zombies fehlt irgendwie voll die Atmosphäre, ey. Und so die Mucke von Arma 2 von Daisy, die hätten sie auch irgendwie mal mit einbringen können. Ist zwar schön, nur die Hintergrundgeräusche und so, aber dieses dramatische Zombie-Feeling fehlt irgendwie so ein bisschen.
Gerade die Mucke hat das immer sehr gut unterstrichen. Man kann die ja bei DayZ auch irgendwie selber noch mit reinmachen, ne? Mit reinmodden. Aber dazu muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ein bisschen zu faul, beziehungsweise glaube ich nicht, dass das so mit dem Modden am Ende so passt, wie ich das haben möchte. Das wird sich dann auch wieder ein bisschen unpassend antun oder gekünstelt. Hier ist nichts drin, ne? Eine Schaufel. Ich wollte schon immer eine Schaufel haben. Ja, okay, alles klar. Dann halt nicht. Ich schreibe mal wieder auf die Hauptstraße. Oh Gott, sind noch so viele online. Randale, Jimmy O'Connor, Rocky, ne. Keiner, den ich kenne. Das Pianohaus könnte ich mir da oben mal angucken. Und die Baracken. Uiuiui, warte mal, die hätte ich ja fast übersehen. Holla, die Waldfee. Die Flüchtlingslager. Hier liegt doch bestimmt alles Mögliche rum. iPads. Ja, oder auch einfach mal gar nichts. Eine Mütze und eine Säge. Gibt es eigentlich die Mosin in Short? Könnte ich auch mal zurechtsägen. Von so einem Baracken erhoffe ich mir, glaube ich, meist immer zu viel. Ist die Tür offen? Ein Fleischhammer. Manchmal Schnitzel. Schnitzel kleiner und möchte. Eine Flare Gun. Aber die ist eigentlich ganz lustig. Wenn ich gleich mal Munition finde, dann schieße ich die gleich mal ab. Beziehungsweise hebe ich mir das am besten mal auf für nachts. Das sieht nachts echt lustig aus. Ach so, sieht da. Ich wollte euch auch mal zeigen, wie die Kack-Mosin aussieht mit dem improvisierten Charlie drauf. Dafür muss ich kurz die Wasserflasche austrinken. Nichts leichter als das. Der Typ ist ja eh mehr als durstig. Siehst du, ich Idiot renne die ganze Zeit an den Cargo Pants vorbei und habe immer noch diese scheiß Jeans an. Brown Jeans. So, mit Ducktape, ne? Und jetzt Craft Improvised Suppressor. Da ist er. Und jetzt hau ich den. Jetzt hau ich den oben rauf. Fopp. Guckt euch das Ding an. Das ist nicht normal. Eine wunderschöne Größe. Also ich renne mit dem Teil definitiv durchs Haus. Aber dann nehme ich den wieder ab. Weil das macht dann wirklich keinen Sinn. Vor allen Dingen mit der Mosin auch leider nur ein Schuss möglich. Danach war es das mit dem Charlie direkt wieder. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ist das ein Baseballschläger? Baseballschläger. So, abnehmen. Wupp. Geht das auch schon wieder? Gut, mehr will ich von hier unten nicht schön der Straße unten folgen, sonst renne ich wieder an der nächstgrößeren Stadt vorbei. Und das wollen wir ja nicht, ne? Ich brauche ja noch eine ordentliche Jeans. Wenn es geht, nur ein PU-Scope. Das wäre natürlich schön. Leute, ich krieg's einfach nicht hin, diese Kippe aufzurauchen, ohne dass sie einmal ausgeht.
Sowieso Weltrekord. Ich glaube, um mit dem Rauchen aufzuhören, sollte ich streamen. Einfach nur streamen. Ich habe jetzt in dem ganzen Stream, vielleicht, das ist jetzt die zweite. Normalerweise würde ich, glaube ich, an einem Abend ein paar mehr weghauen. Muss ich mir überlegen. Ach ja, diese Laufwege. Ah, da hinten kommt schon die nächste größere Stadt. Ich sehe es auf mich zukommen. Tankstelle mit vielen Autos. Da kann ich wieder ein bisschen was abgreifen. Hoffe ich doch zumindest. Aber zur Zeit muss ich auch feststellen, dass die besten Loot-Spawns immer die kaputten Autos sind. Vor allem weiß ich gar nicht, wo zur Zeit, in der sie so die Hauptziele bestehen. Ob die meisten jetzt wirklich immer noch da in Elektro rumgammeln. Wovon ich immer nicht so viel halte, weil da eigentlich immer nur Gemetzel ist. Die Leute sich da gegenseitig abknallen. Was natürlich auch ab und zu Spaß machen kann, aber so kurzlebig sollte das Spiel denn doch nicht genutzt werden, meiner Meinung nach. Hat ein bisschen mehr zu bieten. Ich meine, guckt euch das so an. Man kann stundenlang sammeln und wie ein Messi rumrennen. Das ist Winchester Moon. Die nehme ich mit. Zwar nicht in der Voraussicht, dass ich jemals eine Winchester selber finde. Das glaube ich nämlich selber nicht. Aber halt. Achso, die Magnum habe ich ja schon weggeschmissen. War ich jetzt hier schon dran? Ne, ein Thermometer. Soll ich das mal? Ich benutze es mal. Wo steckt er sich das eigentlich hin? 36,8 Grad Celsius. Ja, also mir geht's gut. C. Dann haben wir mal ein Stück weiter. Ah, jetzt geht's los. Jetzt kommt gleich die Anfänge der großen Stadt. Von da aus ist es dann auch gar nicht mehr weit zum Airfield. Aber zum Airfield, ich weiß noch nicht, renne ich noch mit zum Airfield heute? Renne ich da noch mal hin? Es ist 2:27 Uhr, renne ich noch mal zum Airfield? Wir warten erstmal ab, was die Stadt zu bieten hat. Ja, obwohl ich jetzt hier wieder wahrscheinlich völlig umsonst reinrenne, weil hier am wenigsten rumliegt. Ja, das bringt echt nichts, hier noch reinzugucken, ne? Es ist jedes Mal so enttäuschend. Ich kann meine Tränen kaum zurückhalten. Geh auf. So, da haben wir noch eine Flare Gun. Sogar zwei Stück, glaube ich, ne? Ne, eine. Ich bin jetzt schon wieder mit, warte, fünf Leuten allein auf dem Server. Und man denkt dann immer so, ja, passiert nichts, man findet, trifft keinen oder sonst irgendwas. Und ich treffe dann immer die dann hier auch rumrennen und ausgerechnet immer die, die auch noch feindlich gesinnt sind, die dann direkt ballern. Die so sehen, ey, Alter, der hat eine Mosin auf dem Rücken.
Den muss ich ausnehmen, der könnte zur Bedrohung werden, ja. Und so schnell war es das dann meistens wieder. Was ist das? Eine TAN M65 Jacket. Schön. Dann kann ich ja. Hä? Halte ich nicht. Da, genau, das Ding wegschmeißen. Das nehme ich immer mal mit. Dann kann ich die ja mal anziehen. Obwohl die nicht so die Farbe hat, die ich jetzt bräuchte. Bitch. So kurz ausziehen, wieder anziehen. Und schon ist über. Der übelst viele Taschen, aber ich glaube, die ist auch ziemlich warm. Eine Hose so. Das ist eine Kirche. Vor der Kirche wird wahrscheinlich bloß wieder Nahrung rumliegen. So war es letztes Mal zumindest. Oh, jetzt gehe ich in der Stadt und schon gehen die FPS wieder runter. Okay, jetzt bin ich auch wieder, jetzt bin ich bei 80 Frames. Dieser Wechsel der Frames, das ist immer zu geil. Von 80 runter auf 20, von jetzt hier wieder auf 15 zwischendurch. Okay. Bibelkunde machen wir heute nicht. Hier stehen auf jeden Fall schön viele Fahrzeuge rum, ne? Nee, Kit. Ist doch mal cool, ne? Wenn ich das ansage, was ich so finde. Ist ja nicht so, dass ihr das selber seht. Was die alles nur für Scheiße mit haben, ne? Ich sag mal, eine PlayStation oder irgendwie sowas mit. Keiner von denen hat eine PlayStation mit. Na gut, okay, womit will ich die betreiben, ne? Obwohl. Ich könnte mir bestimmt was Schönes basteln. Eine Autobatterie. Eine PlayStation dran, das kriege ich bestimmt. Oh, guck mal, eine Batterie. Haben wir schon wieder eine. Könnte ich für die nächste Nacht ganz gut gebrauchen. Das Herausragendste ist ja auch noch, wie lange man stuffed ist, ne? Das ist ja mittlerweile gefühlte Ewigkeit. Ich habe gefühlt in 3 Stunden mich so stuffed getrunken und bin es jetzt immer noch. Was war das? Entschuldigung. Ich nehme an, das wird akuter Sauerstoffmangel sein. Halt, was war das? Moos in Moon. Ich sag ja, Fahrzeuge lohnen sich immer. Immer schön an Fahrzeugen looten gehen. Wenn du nur was zu fressen findet, aber meistens ist da alles breit. Da könnt ihr Waffen finden, alles. Alles. Noch eine Flare Gun. Ja, wenn er da gerade was schlabbern hört, das ist mein Hund. Ja. Bist durstig, wa? Großer. So, ey, Alter, hier sind aber auch Fahrzeuge an Mast, ne? Ich will mich nicht beschweren. Ich will mich nicht beschweren. Aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn meine Suche einfach so beendet werden würde, indem hier jetzt einfach mal eine fucking Winchester rumliegt. Ist doch nicht zu viel verlangt. Kann nicht sein, dass bloß die anderen die finden.
Ich mach gleich ein Schoppel Baked Beans auf. Alter, ich bin wieder voll mit Nahrung. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal ein bisschen was von dem Kram verputzen. Ja, würde ich ja gerne, aber ich bin stuffed. Scheiß drauf. Ich hau mir jetzt ein bisschen was rein. Ja, falls ihr es noch nicht wusstet, man kann ja fressen. Man denkt dann immer, man ist ja full, der steht ja energized. Aber ich glaube, das Level geht ja irgendwie bis 5000 oder was weiß ich nicht, wie viel dieses Nahrungslevel hochgeht. Was haben sie geschrieben? Man kann eigentlich, niemand hat bisher das erreicht, das Ding komplett voll zu kriegen in seinem ganzen Daisy-Leben. Einfach bloß, weil du vorher immer stuffed bist und dann rumrennst und. Weil normalerweise kannst du dich voll futtern bis zum Get-No. Soll echt ewig gehen. Trinken ist da wiederum anders. Da kannst du irgendwie bloß 1200 Einheiten speichern. Hallo? Stuff ist immer noch, aber es scheint noch was reinzugehen. Dann essen wir noch eine Soße Spaghetti. Ich sehe auch aus wie so ein kleiner Wannabe-Bandit. Ist immer noch nicht voll. Wie viel verdrehst du denn du jetzt gerade, mein Freund? So, 9 mm Moon, die brauche ich nicht mehr. Noch irgendeine Muni? Ne, jetzt ist der Pegel erreicht. Jetzt muss ich aufhören. Ah, der nächste, der einen 9 mm Knarre hat, wird sich freuen, dass da so ein bisschen Munition rumliegt. Oh, eine Tonne. Die könnte ich jetzt natürlich irgendwo lagern und Sachen reinschmeißen, aber da sehe ich noch relativ wenig Sinn drin. The Police. Falls ihr euch fragt, warum ich immer ohne Waffe rumrenne, gerade die ganze Zeit. Also zumindest nicht im Anschlag. Ich vertraue auf. Genau, ich vertraue einfach mal auf das Gute im Menschen. Police Uniform Pants. Die haben alle nicht mehr Slots. Mag für die. Für die Dingens PDW oder was das ist. Aber die will ich nicht. Knicklicht. Ein Seil. Auch wieder eher mau, was man hier findet. Dann wird das wohl doch wieder nicht so erfolgreich, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Ein MP5. Aber unten lagen keine Mags dafür rum. Schade eigentlich. Ja, die Stadt hier ist, glaube ich, auch wieder in zwei Abteilungen, in zwei Abschnitte unterteilt. Da geht jetzt auch gleich wieder das Industriegebiet irgendwo los. Was haben wir hier? Was ist das? Blue Cargo Pants, die kann ich jetzt, glaube ich, langsam mal anziehen.
Ne. Hier ist nichts. Also mich leitet es, ich habe auch gar keinen Bock, eigentlich die ganzen kleinen Gebäude hier noch abzulooten. Ich werde mich jetzt, glaube ich, gleich mal orientieren. IZH-18. Mal zum Airfield laufen. Mal gucken, dass ich da vielleicht ein bisschen besseres Equip abgreife. Zumindest um Basic Stuff am Military Loot zu haben, so ein bisschen. Ich muss dazu eigentlich, wenn ich das richtig weiß, auch nur von den Hochhäusern grob durch den Wald oben hoch. Dann müsste ich eigentlich da so gut wie genau hinkommen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich an dem Parkplatz hier schon durchgelaufen bin, an den Karren. Oh, diese FPS-Drops, ne? Meine Güte. Das ist schlimmer als bei Batman. Achso. Und wenn ihr denkt, ich reg mich auf. Nein, ich reg mich nicht auf. Nicht über der Sie. Gar keinen Fall. Niemals würde ich das tun. Der Repeater. Mann, ey. Dose. So viel Essen, wie ich mit habe, kann ich 10 Jahre hier drin überleben. Makarov Mac. Ich habe zum Glück noch nicht allzu viel zu essen. Gut, das mache ich mir mal auf zu den Hochhäusern. Oder ich finde einfach wieder noch ein paar Autos mit Loot. Ups. Verklickt. Nochmal essen. Alter Junge. Ich kann auch nicht dran vorbeigehen und das liegen lassen, ne? Ich kann es einfach nicht. Okay, gut. Nein, den Bus durchsuche ich nicht. An dem Auto renne ich flüchtig dran vorbei. Glaube ich, noch nie so über die Lebensmittel hier aufgeregt, ne? Aber das nervt doch jetzt echt. Habe ich noch Platz? Ne, ich bin doch schon wieder voll. Halt. Moos und Muni. Schmeiß ihn weg. Ich kann mich immer von nichts trennen. Und schon passt die Muni rein. So, das ist noch ein Auto. Zwei. Also ich muss sagen, als ich das letzte Mal hier durchgerannt bin, war aber in den Autos nicht so viel wie jetzt. Entweder hat hier in letzter Zeit keiner mehr Bock lang zu rennen oder ich habe einfach Glück. Jetzt krieg ich Schluck auf. So, ich muss mich mal jetzt ganz kurz orientieren. Lasst mir mal ganz kurz einen Blick auf die Map. So, ich bin jetzt. Genau, ich bin jetzt hier. Da bei den Hochhäusern. Da bin ich jetzt hochgelaufen. Ich brauche dem Weg da eigentlich nur folgen. Dann komme ich komplett oben zum.
zum Dingensens hin. Dingensens. Na? So. Renne ich den Weg einfach mal weiter. Ich darf nicht dem voll. Ganz kurz die Karte checken. Also es geht hier so, dann geht es links und rechts und hier dürfte es bloß einen kleinen Bogen machen irgendwo. Genau hier. Also muss ich hier den Weg weiter hochlaufen. Ja, logisch. Letztes Mal sind wir auch. Diablo und ich sind dann auch durch den Wald durchgepeitscht. Sag mal, Leute. Ich sehe ja, dass ein paar zugucken von euch. Ja, ich stalke euch. Ja, wirklich. Ich euch. Ihr seid nicht so gesprächig gerade, oder? Keiner schreibt hier im Chat. Ich bin schon allein genug. Das so seelisch-moralische Unterstützung. Ich hänge in der Apokalypse. Ja. Und wenn man es genau betrachtet, quatsche ich gerade die ganze Zeit mit mir selbst. Kann ja sein, dass ihr schon eingepennt seid. Scheiße um die Uhrzeit, ne? So ein heißer Kaffee wäre jetzt schön, ne? Ein heißer Kaffee. Wenn einer zufällig gerade einen fertig hat, checkt mal einer über den Chat ein bisschen rüber. Ein Schluck reicht schon aus. Wir können eigentlich mal Wetten abschließen. Fuck it. Was willst du? Kann ich mal Wetten abschließen? Wenn ich gleich aufs Airfield komme, ob ich erschossen werde oder nicht. Es sind nicht allzu viele Spieler, aber ich wette, bei meinem Glück werde ich einfach mal wieder abgeknallt. Ich müsste auch gleich eigentlich direkt an so einem Futterhäuschen vorbeikommen. Da könnte ich gleich mal gucken, ob ich vielleicht noch einen Scope bekomme. Hast du Kaffee fertig? Und hör auf, mich einfach einen Junge zu nennen. Habe ich ja gesagt, da ist der Futterhäuschen. Da drüben. Da. So, dann renne ich jetzt gleich noch das Airfield ab. Wenn ich damit durch bin, dann wird sich auch mein Charakter erstmal zu Bette legen. Ein Rangefinder. Und Springhunter Pants. Die sind nicht ruiniert. Ne, die sind nicht ruiniert. Die repariere ich nochmal eben schnell. Das sieht schon ganz gut aus. Die sehen irgendwie anders aus. Haben sie die ummodelliert? Modelliert? Obwohl der Rangefinder eigentlich zurzeit ja noch nicht wirklich viel bringt. Was schmeiße ich ihn weg? Ach, dieser scheiß Flairgun, ne? Wo kein Schwein. Ist eh wieder Tag. Das bringt also nichts, wenn ich die Muni dafür finde. Was? Steam Sniper, ich warte. Sprich mal ganze Sätze hier. Mit der Mosin kannst du nicht mehr snipern. Aber das muss ich dir, glaube ich, nicht erzählen. So, und an der Kreuzung muss ich jetzt links.
Ich würde jetzt da gerne die Mosen wegstecken und so tun, als ob ich nichts hätte. Das laufen. Und du läufst, und du läufst, und du läufst. Okay, ich bin da. Ich fange mal ganz sachte von oben an. Ich renne jetzt aber nicht wieder zum Gefängnis hoch. Ich denke, hier unten wird ausreichen, auch wenn ich denn einen Ausguck weglasse. Aber ich denke, bei meinem Glück finde ich sowieso kein Dingenscope. Aber hiermit bin ich jetzt auch selbst auf dem Rasselbande-Server in einem PvP-Gebiet. Das heißt, die können mich jetzt einfach abknallen, wenn sie das möchten. Ich versuche einfach mal immer Glück, wenn es um diese Uhrzeit nicht klappt, wann sonst? Oh, TTSKO Jacket. Das Ding hat aber weniger Slots als meine TAN, hast du nicht gesehen? Das soll aber jetzt nicht Hauptaugenmerk sein. Tarnung ist das Wichtigste. Oh yeah. Entweder haben die Klamotten ummodelliert oder ich sehe einfach nur fett in den Klamotten aus. Liegt hier oben noch was? Ein Buch. Okay, ne. So gern lese ich dann doch keine Bücher. Uiuiui. Green Gorka, Green Sweater, Combat Knife. Hier liegt auf jeden Fall mal ein bisschen was rum. Ach, hier komme ich wieder nicht durch. Schwarzer Dingens. Rucksack hat aber weniger Slots als meiner. Damit schaltet er automatisch aus. Warte, ich nehme erstmal schnell den Hochstand, auch wenn ich dann wieder voll einsichtig bin. Manchmal muss man einfach auf sein Glück vertrauen. So. Jetzt fängt doch der richtig fette Loot an. Ein Schiffchen. Was ist denn das? MP5 Rail Handguard, ja. Und das ist auf jeden Fall der Loot, den ich wollte. Ein Helm. Ein Damaged. Und Damaged ist eigentlich immer noch besser als... Egal, ich renne jetzt einfach mal dran vorbei. Ich bin jetzt mal einer, der nur Versace trägt. Ich finde bestimmt noch einen besseren.
10 Round Clip für die SKS. Ein PU-Scope. Ein Pristine, Junge. Fick die Hände. So. Gleich mal in die Hand nehmen. Wunderschön. Ist das nicht herrlich? Ja. Noch eins. Damage Dauer. Aber oh, Binoculars. Die könnte ich nochmal eben schnell gebrauchen. Was mache ich denn hier? Hier, die Muni brauche ich nicht mehr. Die esse ich jetzt eben schnell. Trinke ich noch eine Cola und dann müsste es passen. Ach Gottchen, das Ding nimmt ja nur zwei. Ihr habt nichts mitbekommen. Ich wollte schon im Voraus Platz schaffen für den nächsten Loot, den ich finde. Ein AK-Handguard. Noch einer wahrscheinlich. Pistol Flashlight. Das dürfte aber meine 1911er ranpassen. Wenn ich mich recht entsinne. Jo. Ich bin highly equipped. Das innerhalb von kürzester Zeit. Was ist eine AK? Eine AKM. Ja, die lasse ich liegen. Ich bin nämlich nicht so der Typ dafür. Ich schieße lieber mit der Maus und präzise. Als dass ich mit der AK übelst verreiße die ganze Zeit. Also eine Weste wäre nicht schlecht. Überall diese Atlas-Bipods, ne? Junge. Ein SKS. Wieder ein Helm. Ah, wieder ein Damaged. Ist mir scheißegal, jetzt setze ich den auf. Das sieht aus wie zwei Rangefinder. Das ist alles immer doppelt und dreifach da liegt. Noch eine SKS. Es ist nicht so. Das war hier. Das ist jetzt nicht ein. Achso. Ja, ein AKM Magazin. Ich habe so ein bisschen, das ist mir zu lange zu ruhig hier, ne? Eigentlich kann ich mich glücklich schätzen, dass ich immer so in Ruhe rüberrennen kann. Aber ich vertraue dem Ganzen nicht. AK Polymer Buttstock. Zehntausend PU-Scopes. So. Smursh Backpack, den merke ich mir hier auf jeden Fall mal, falls ich noch die Smursh West finde, zufällig. Falls ich wieder das Glück habe, wie das eine Mal und direkt auf dem Airfield den Heli Crash habe. Das war auch eine Fügung. Noch mehr Munition. Herrlich. Hey.
Also genug Muni für die habe ich schon. Ich würde auch nichts gegen die SVD sagen, aber dass ich die finde, da bezweifle ich doch ganz stark. Eine AK-74. Pristine. Nochmal ein Pistol Flashlight. Also waffentechnisch ist das schon mehr, als ich in der letzten Zeit hier gefunden habe. Das auf jeden Fall. Die Schuhe sehen gar nicht mal schlecht aus. Combat. Boots in Grey. SKS-Muni. Noch ein Smash Backpack. Ja, hier liegen jetzt wahrscheinlich ja, die Sweaters. Was ist das? Achso, ein ordentlicher Sweater. Ja, warum sollte hier auch was anderes rumliegen? Das wäre einfach mal doof. Hallo? Also das mit dem Loot ist manchmal echt irrwitzig. Eine SKS. So, was mit der Winchester? Ich bin der Meinung, ich habe von DRL genau hierher eine Winchester liefern lassen. Naja. Lieferung bleibt wieder aus. Hier ist zu. Weil, ich weiß nicht, ob ich es wissen möchte. Da liegen ein paar Mumpeln. Da liegt der blaue Helm. Ja. Ja, Gunshot. Gehst du jetzt auf diesen Kack? Ja. Gunshot tut es. Und es war das Letzte, was er tut. Tat. Tätete. Getan hatte. Da ist noch einer. Okay, auf den gehe ich auch noch rauf und dann renne ich einmal quer rüber. Nichts Besonderes, Leute, nichts Besonderes. Kann in den Bunkern eigentlich auch noch Loot liegen? Ja, kann. Ich glaube, dann gehe ich da noch mal rein. Wenigstens mal gucken. Wenigstens mal gucken. Ja, naja, besonders ist der ganze Scheiß auch wieder nicht. Ich habe noch was zu befürchten. Ja, sind immer noch drauf. Kleiner Rucksack. Schuhe. Da oben liegt jetzt auch immer Loot drauf, aber auf die Dinger gehe ich definitiv nicht rauf. Der ist ein Burn. Mal das damaged. Was soll ich sagen? Ich werde das mal eben schnell alles tauschen. Wo ist der Rucksack jetzt? Hallo? Den kann ich nicht aufziehen. Warum kann ich den nicht aufsetzen? Kann ich den in die Hand nehmen? Oh ne, ne. Das ist schon wieder buggy.
Okay, alles gut. Jetzt nehme ich den halt wieder. Setz den jetzt nochmal hier draußen ab. Vielleicht kriege ich den von drinnen ja irgendwie. Irgendwie hier rein. Ne. Es funktioniert einfach nicht. Hallo? Es ist jetzt nicht der Ernst, was hier gerade passiert, ne? Was ist denn los? Würdest du jetzt bitte den Rucksack... Danke. Ja, nee, dann würde das ja mit dem... Ne, ich probiere es jetzt nicht mehr aus. Am Ende habe ich am Ende gar keinen Rucksack mehr. Und TTSKO-Pants. Ich... Der Server laggt. Die Waffe nimmt er. Damit kann ich jetzt aber gleich nicht viel anfangen. Die liegt jetzt bestimmt wieder vor der Tür. So, ich werde die jetzt mal ablegen. So, Maus in der Hand. Hä? Was liegt die da? Meine Güte. Danke. Jetzt habe ich sie angezogen. Wo liegt jetzt die andere Hose von mir? Da. So, quer übers Airfield ist natürlich wieder die schlauste Idee, die ich haben konnte. Warte mal. Was ist das da hinten? Das ist doch keine Baracke, ne? Ne, das ist nur so ein kleines. Ich renne jetzt Querfeld ein. Ich mache wieder den Loot-Sammler. Wenn die Diablo und so wieder mit dabei sind, dann habe ich immerhin eine M4, die ich den abdrücken kann. Natürlich ohne Magazine und ohne Munition. Ob ich das jetzt wieder herkriege, ist natürlich auch wieder die Frage. Wahrscheinlich an Heli-Crashs. So ein Atlas-Bipod hätte ich jetzt noch mitnehmen können. Ich glaube, hier spawnt immer noch kein Loot drin. In den Gefängnissen. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja, sieht nicht nach Loot aus. Aber wenigstens haben die Hangars meistens noch Loot. Relativ gut sogar. Viele von den Plattenwesten. Oder einfach mal. Sweaters. Das sieht aus wie nochmal eine TTSKW-Jacke. Da. Und wie ich gesagt hatte, eine Plattenweste. Da muss ich mich jetzt halt entscheiden, dass ich das Dingens wegpacke. Wo ist es? Den Halfter. Genau. Essen wir mal kurz auf, dann kann ich meine Knarre auch wieder mitnehmen. Hier ist noch ein Schluck Kaffee drin. Ein Tropfen. Hallo?
Warum lädt er? Ahnst du etwas, was ich noch nicht ahnen kann? Jetzt wären halt noch diese Taschen. Das passt doch. Gleich ein Gunholster. Ich sag ja, der Server ist jetzt gerade nicht mehr so. Ach, fick die Henne, ey. Es ist aber ein Persistence. Das heißt, ich gehe jetzt hier runter. Und dann ist eh alles nochmal wie vorher. Das heißt, ich brauche den Rest gar nicht mehr ablaufen. Ich hoffe, ich habe das Gunholzer. Verbindungsvorgang ist gestartet. Ja. Na, ist gerade nicht da. 10.16 Uhr. Hatten wir gerade eben schon mal. Was willst du denn von mir hier? Zehn Uhr zwanzig. Wechselt jetzt ziemlich schnell die Zeit, oder was? Verbinden. Danke. Jetzt komme ich rauf. Wo bin ich? Ach, da ist der Gunholzer noch. Ho. Piep. Attach. So, und jetzt kann ich nämlich meine Knarre damit ranknallen. Schick sieht's aus, nicht wahr? Wunderschön. Laufen wir da gleich nochmal. Die Taschen sind meistens auch nicht weit weg. Wenn man denn einmal die Weste gefunden hat, ist das eigentlich relativ leicht, das Ding komplett voll zu kriegen. Jetzt werde ich zurückgesetzt. Irgendwas ist heute mit dem Server nicht ganz okay. Der leckt zwischendurch ziemlich oft. Und das bei gerade mal den paar Spielern. Oder ich habe Verbindungsprobleme, was ich aber eigentlich nicht glaube. Ja. Braucht jemand ein Fernglas? Hier sind ein, zwei Stück. Gut, dann nicht. Auch wieder ein bisschen Kram rum. Hauptsächlich. Oh. Ja, da war nichts dran. Flat Camouflage. Na, Klamotten finde ich jetzt diesmal ziemlich viel. Puh. Ja. Und hier auch nochmal, oder? Nee. Na doch.
Gut, wieder raus hier. Diesmal renne ich ein bisschen hinten rum. Scheint mir doch etwas sicherer. Gucke ich auch noch in den Tower rein. Da finde ich aber in letzter Zeit auch gar nichts. Brauche ich noch was aus der Fire Station? Ich habe eigentlich alles. Aber da könnten manchmal noch Sprayfarben rumstehen. Warte mal, komme ich in das Gebäude jetzt rein mittlerweile? Nee, ich glaube nicht, oder? Ne. Oder das Ding ist ein Eingang. Ne, das ist das mit dem Seitenteil. Ne. Noch nicht. Noch leider nicht. Habe ich da gerade wen gehört? Ne. Boah. Unnormal. Es ist zwar schön, dass die Dinger begehbar sind, ne? Aber dann nur fucking. Muss ich dazu noch was sagen? Alter. Ach ja, das Ding ist wieder zu. Dann gehen wir nochmal die Hangars ab. Dann hoffe ich mal, dass da die Taschen rumliegen. Aber ansonsten ist die Weste zwar schon genauso gut wie das Holz da eben, was ich vorher hatte, aber noch ein paar zusätzliche Slots. Ist das Ding vollständig? Ne, es ist. Ne. Aber wie gesagt, diese Plattenwesten findet er oft halt die Taschen und so weiter. Das ist jetzt eigentlich das, was dann natürlich nicht immer zur Genüge da ist. Aber normalerweise finde ich jedes Mal, wenn ich so eine Plattenweste finde, auch automatisch die Taschen noch mit dazu irgendwo. Zumindest irgendwo auf dem Airfield. Sag ich ja. Pristine. Empty. So. Geemptied. So. Jetzt kann das mal dran. Und jetzt habe ich wieder Platz en masse. Hat sich doch aber auf jeden Fall gelohnt, hier mal rumzurennen. Ich renne jetzt hier noch die Hangars ab. Dann noch rüber zu den anderen Teilen da. Zu den, Mensch, sag doch mal hier, zu den anderen Baracken. Dann werde auch ich mich dann wahrscheinlich gleich verabschieden und euch eine gute Nacht wünschen. Die Taschen lasse ich da mal für irgendwie anders liegen. Ich muss ja nicht alles mitnehmen hier. Es wäre natürlich noch schön, irgendwie wenigstens ein Mac für die M4 zu finden. Dann ist sie nicht ganz so unbrauchbar. Aber wenn ich das nicht finde, ist es auch nicht schlimm. Die habe ich jetzt eh nur mehr so als Bonus mit. Hier, nochmal eine Weste. Also einfach mal die Hangars durchstreifen, das lohnt sich mittlerweile wieder richtig. Hier liegt nicht immer bloß Scheiße rum. Zumindest hier auf dem Server von der Rasselbande nicht. Da bin ich eigentlich schon sehr zufrieden. Natürlich war um die Uhrzeit wieder keine Action zu erwarten. Das hatte ich jetzt auch gar nicht vor. Um die Uhrzeit war eigentlich Looten angesagt, aber dann seht ihr mal wieder, wenn ihr den ganzen Stream verfolgt habt, jetzt wie langwierig der Scheiß ist. Aber ihr werdet das ja wahrscheinlich kennen. Und für die, die es nicht kennen, wisst ihr denn schon mal, auf was euch einlasst. Aber ich finde auch gerade das macht den Anreiz hier in der Standalone. Das ist so der Unterschied zwischen gravierend
zwischen Arma 2 Desi und Standalone. Du hast in Arma 2 Desi so schnell die Knarre und alles, dass du gar nicht um dein Leben bangst. Hier weißt du ganz genau, Alter, stundenlang habe ich mich da hin und her und fix und foxig gesucht und nicht und das gefunden. Und manchmal hat es Tage gedauert, bis ihr das hattet, was ihr wolltet. Dann seid ihr mit einem ganz anderen, wie soll man sagen, Angstlevel dabei. Ihr habt ihr Schiss, was zu verlieren. Dann geht ihr vorsichtig vor, taktisch, wie auch immer. Auf jeden Fall bedachter. Spielatmosphäre ist wesentlich heikler und brenzliger. Einfach dadurch. Das macht schon viel aus. Also das habe ich in wenig Spielen, um ehrlich zu sein, dass ich da Angst habe zu sterben. Ich weiß zwar nicht, was dieses eine Game jetzt da bewirken soll. Da soll ja eins rauskommen, ne? Einmal sterben und dann war's das, nie wieder spielen. Das will ja auch ungefähr so ein Flair vermitteln. Ob das so klappt, das weiß ich nicht. Ob ich es ausprobieren werde? Ha, man weiß es nicht. Ich habe schon oft gesagt nein und dann habe ich mich doch ertappt, wie ich Sachen ausprobiert habe. Ewigkeiten habe ich nein zu Counter-Strike Global Offensive gesagt und jetzt sage ich mir, oh, kann ja ganz lustig sein. Und ich trainiere gerade Selbstgespräche führen. Über den Wolken, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Keine Ängste, keine Sorgen, sagt man. Oh mein Gott. Erstaunlich ruhig hier. Ich wette, die hängen unten irgendwo, entweder bei dem, sag mal schnell. Xenogorsk ist ja zurzeit eine riesen Ansammlung von Spielern. Jedes Mal. Geht ziemlich viel ab. Da versammeln sich viele und machen da ihre Dogfights oder was auch immer. Auf der Insel, auf der Gefängnisinsel, ist natürlich auch relativ viel los, weil das ja hier auf dem Server natürlich auch gleichzeitig Safe und Trade Zone ist. Da werden die wahrscheinlich rumhängen. Und ansonsten weiß ich nicht, was sie bauen. Was sie bauen, genau. Was bauen sie sich? Eine Bong. Eine Bong, eine Bong, eine Bong. Sind die wenigstens. Jo, die sind okay. Dann ziehen wir so ein paar Jungle Boots an. Ja, ein Hunting Backpack wäre natürlich noch die Krönung. Und ein Pristine Helm. Und dunkle Handschuhe. Denn welche, apropos Handschuhe. Die sind. Burn. Okay, kann ich nicht mehr reparieren. Ne, das ist alles das, was ich reparieren hätte können. Ist alles Burn. Brauche ich nicht. Reicht. Jetzt muss ich gleich noch gucken, wohin ich mich verpiesel. So ein Walkie-Talkie, ja. Kaputtes. Open Door 3. Wieder so ein. Also hier liegen jetzt echt mehr Klamotten drin, als hier war sonst immer Waffenloot spawnen. Oh. Guck an, Morphin. Da habe ich noch gar keins. Ich bin zwar selten in letzter Zeit, wenn ich mal beschossen wurde, noch dazu gekommen, mir Morphin zu setzen. Meistens kannst du dann eh gleich mit deinem Leben abschließen. Green. Und der ist pristine, wenn ich das richtig sehe. Jawohl. Ich mache das mal anders. Genau, den aufsetzen. Ah, schön, das funktioniert. Geht ganz schnell, keine Sorge. Na? Jetzt wäre Steuerung A und einmal Doppelklick. Sehr nützlich. War der gerade nicht voll? Ach so, weil er jetzt alles da noch mit reingepackt hat.
Ich wollte gerade sagen. Okay, ich könnte noch mal ein bisschen was trinken. Ja, ich weiß. Ja. Deswegen renne ich eigentlich ungern mit zwei Waffen rum. Jetzt backt die andere weg. Ja, CSGO ist so geil. Sorry, dass ich das jetzt erst lese. Ich weiß nicht, wann du es geschrieben hast. Nein, nein, ich kotze. Oh, weil ich den scheiß Chat gelesen habe, du Sack. Nein, das war's. Fuck. So. Ja. Dann werde ich noch mal trinken. Healthy ist natürlich weg. Schön. Ja, alles klar, stuffed. Ich weiß Bescheid. Du möchtest nicht mehr. Okay. Okay, hier würde ich mich jetzt. Ich habe jetzt soweit erstmal alles abgegrast, was ich abgrasen wollte. Ich werde mich jetzt kurz noch an eine relativ sichere Position verziehen. Relativ sicher heißt dann auch, wie es schon die Aussprache sagt, relativ. Ich werde. Ich dort hinten. Das dürfte der V-Bohr sein. Ne, doch nicht dort hinten. Ich werde hier vorne. In diesem kleinen Kabuff werde ich mich positionieren. Neben dem Dünger. So. Und hier werde ich mich dann für heute ausloggen. Da ist er. So, liebe Leute, ich danke euch fürs Einschalten. Hoffe, der Stream hat euch gefallen. Oder konnte zumindest ein bisschen Zeit überbrücken, bis dann der nächste Tag anbricht. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Ja. Ich wollte noch irgendwas sagen. Ich weiß es nicht mehr. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Follow da. Ansonsten lasst es eben sein.